Ja, sicherlich. Also Blogger haben ja zum einen natürlich ein wunderbares Medium, um ihre Meinung und ihre Ansichten und Informationen weiterzutragen. Sie haben eben ihren Blog, das ist ja gerade das Tolle. Sie können halt viele Menschen erreichen. Natürlich muss man aber auch versuchen, Menschen zu erreichen, die eben noch keinen Blog lesen. Das heißt also, man muss schon auch irgendwie ein bisschen engagiert dabei sein, auch mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die eben gerade nicht im Internet sind. Und einfach mal im Familienkreis und im Freundeskreis und so weiter auch mal Fragen zu beantworten zu dem Thema und vielleicht auch mal aufzuklären zu bestimmten Fragen. Blogger müssen in erster Linie, glaube ich, authentisch sein und versuchen, die Funktion des Journalismus so ein bisschen mit wahrzunehmen. Also, dass sie nicht nur im kommentarähnlichen Stil schreiben, dies gefällt mir so oder dies gefällt mir so, sondern auch das Filtern hinsichtlich, hat das Relevanz für die Gesellschaft oder ist das jetzt nur mein individuelles Interesse? Diese Funktionen sind, glaube ich, wichtig, dass ein Blogger auch bei der Verbreitung von Informationen und bei der Identifikation von heißen Themen, also Dingen, die die Gesellschaft bewegen, helfen. Das ist die Chance, die die Blogger haben. Ich glaube, es würde helfen, wenn sich die Blogger weniger vielleicht als Elite verstehen, sondern eher als diejenigen, die andere Leute an die Hand nehmen und ihnen die Möglichkeiten zeigen. Manche vielleicht. Es ist wie mit guten Autoren oder mit Prominenten, die Einfluss haben. Je größer der Einfluss ist und je mehr sich ein Blog verbreitet, weil es als etwas angesehen ist, was einem wirklich auch Hilfestellung bietet und neue Informationen, dann vielleicht ja, aber als Masse gehen doch viele Sachen einfach unter. Und manche Blogs sind sehr, sehr spezialisiert und dann auch nicht auf jede Zielgruppe ausgerichtet, also teils, teils. Indem man sie einsperrt, ihren Computer setzt und sie zwingt, jeden Tag etwas ins Internet zu schreiben oder zu lesen, solange kriegen sie nichts zu essen. Anders wird es nicht gehen. Das kommt darauf an, was Sie jetzt genau kritisieren. Also man stellt ja auch fest, dass die Leute sich nur sehr oberflächlich damit beschäftigt haben oder ja, vielleicht nur einen kurzen Blick drauf geworfen haben und natürlich dann auf die Dinge als erstes stoßen, die vielleicht besonders auffällig sind, besonders laut, sage ich jetzt mal, in verschiedenerlei Hinsicht. Ja? Also nicht nur vom Geräusch her, sondern halt auch intellektuell laut. Ja? Und vielleicht sich noch gar nicht so weit rangetraut haben, mal zu sagen, okay, das kommt mir jetzt zwar alles ein bisschen komisch vor, ich beschäftige mich jetzt aber trotzdem mal eine Woche länger damit und guck mal, was es da sonst noch so gibt. Also vielleicht fehlt manchen dann so ein bisschen die Anleitung so über die Oberfläche und das, worüber alle reden und das, was man so als erstes findet, einfach noch hinauszugehen. Also was für mich ein ganz großer Gewinn ist, hat mit dem Geschäft gar nicht so viel zu tun. Gerade durch die Nutzung von Twitter, das hat für mich einen sehr lokalen Charakter bekommen und wir haben in Dresden eine sehr schöne Community. Also wir treffen uns im echten Leben und das ist wirklich ein Gewinn. Also aus allen, so unterschiedlich wie die Menschen eben sind, die diese Kanäle nutzen. Ja, und das ist für mich so das Wirksamste, wenn man dann neue Leute mitbringt, die das erstmal total komisch finden, was wir da alle machen, mit 140 Zeichen langen Nachrichten in der Welt rumsenden. Aber wenn die dann sehen, dass das völlig normale Leute sind und nicht, wie manche denken, irgendwie Leute, die nicht in der Lage sind, in der Öffentlichkeit Anschluss zu finden und deswegen nur im Internet kommunizieren, dann, und ja, und es hat ja auch viele Vorteile, also auch technische, man findet den Weg irgendwo hin und so, also lauter so kleine Sachen. Ich finde es gut. Also ich persönlich fange immer an, den Leuten zu erzählen, dass das Interessante daran ist, dass man nicht nur Informationen bekommt, sondern dass das Ganze davon lebt, dass man auch selbst Informationen reingibt. Und dass man da einiges über sich und seine Kontaktfähigkeit gegenüber Menschen erfährt. Also die Art und Weise, wie man selbst nicht kommuniziert, macht eine Aussage über einen im Internet. Und die ist da deutlich viel sichtbarer als manch andere zwischenmenschliche Kommunikation. Und dass das Vorteile hat, sei es beim Geschäftemachen, sei es bei zwischenmenschlichen Beziehungen oder sei es darin, wie man an Informationen kommt. Man lernt immer über sich selbst was dabei. Finde ich nicht schlecht. Wenn die da aktiv sind, dann bin ich da auch.
Das heißt, eigentlich ist es egal, wie das Social Network heißt. Für mich ist immer wichtig und ich denke für viele Leute auch, da, wo die anderen Leute sind, die ich nur virtuell oder auch real kenne, also gerade Leute aus Hannover, macht riesig Spaß mit denen auf Facebook. Vorher waren sie auf Xing, jetzt sind sie auf Facebook. Ja, wie heißt das nächste? Keine Ahnung. Wenn man wüsste, was jetzt nach Facebook kommt, dann könnte man natürlich prima ein Startup gründen. Ich glaube, da macht noch keiner eine Wette. Also im Moment wird ja viel über die mobilen Dienste gesprochen und ortsbasierte Dienste. Ob die jetzt so eine Plattform wie Facebook ablösen können, glaube ich im Moment erstmal nicht. Also ich sehe im Moment noch keinen Nachfolger für so einen Giganten wie Facebook. Also Communities wird es immer geben, weil wir Menschen soziale Wesen sind, das ist klar. Ob jetzt im Digitalen oder Realen spielt keine Rolle. Das wird sich nicht ändern. Was nach Facebook kommt, ist nichts anderes als die Antwort auf die Frage, wie Menschen sich vernetzt haben, mit welcher Software. Und das wird einfach nur eine Infrastruktur sein. Wenn das geklärt ist, wird wahrscheinlich die nächste Frage sein, was können wir zeigen von uns, was tun wir, und das muss nicht Facebook sein. Das werden andere Sachen sein, die nicht mehr Social Networks genannt sind. Aber die Basis dessen, wie Menschen vernetzt sind, das werden diese Tools wie Facebook abgedeckt haben. Wie heutige Telefonanbieter, mit denen man telefonieren kann, wird man sich vernetzen über Social Networks, wie eine Art soziales Telefonbuch, und darauf basierend werden ganz viele andere Dinge entstehen. Was das genau ist, Jesus Christ, ich weiß es nicht.